Das kann ich mir nicht anschauen, das ist zu hart. Es hat Grenzen! Es hat Grenzen! Schau Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider wieder Wifi-D, weil alle anderen... Okay, perfekt. Ich weiß nicht, das kann Tanzabot deutlich besser als du. Wir machen heute eine Try not to get annoyed, get angry. Raste nicht aus. Sei nicht sauer auf deinen Vater-Challenge, okay? Das machen wir heute zusammen. Lukas, hey, sei nicht sauer auf deinen Vater, dass er dich gemacht hat, wie du bist, okay? Bin schon sauer, weil ich mit dir ein Video aufnehme, aber... Oh nein, unangenehm. Wir schauen uns heute diese wunderschönen Videos an und dürfen dabei nicht ausrasten, irgendetwas von uns geben, sondern so tun, als würde es uns über... Es wird eh nicht funktionieren, weil diese Videos einen End triggern. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ihr habt das Video bestimmt schon bei 200 anderen Leuten gesehen. Ist egal, ich habe mehr Reichweite als die, also haben die bei mir nachträglich abgeschaut. Let's go. Try not to get annoyed. Danke fürs Vorlesen auch. Bro, diese Kombination aus der Farbe und diesem schwarzen Hintergrund, das weckt bei mir aber ganz andere Erinnerungen. Abends also, um 23 Uhr, da läuft aber dann Pflichtprogramm. Och, Junge, Alter, Digga. Junge, wie beschissen ist das denn bitte, Alter? Geht schon richtig beschissen los, oder was? Okay. Es kommt einfach Werbung. Digga, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist in Amerika wahrscheinlich so eine Werbung wie wir hier mit Raid Shadow Legends, Digga. Junge. Das kommt schon wieder. Kann das vielleicht aufhören, Alter? Digga. Ich will... Geht das jetzt die ganze Zeit? Wie viel Werbung ist davor, bis wir zum eigentlichen Video kommen, Alter? Ich will mir nicht nur Werbung angucken. Okay, wir machen weiter. Ich glaube, die Challenge schon verkackt, kann es sein? Ja. Wir skippen einfach, bis die Werbung vorbei ist. Ah ja, hier. Die wird niemals vorbei sein, glaube ich. Oh, Digga. Das ist doch jetzt nicht... Lukas, also tu mir einen Gefallen. Ich finde das so witzig. Okay, hier haben wir heute... Boah, Junge, Alter. Boah, Alter! Ey, Lukas. Dieses Video, ne? Ja. Dieses Video. Junge! Wie kann etwas so nervig sein? Und natürlich noch eine Werbeanzeige, bevor es losgeht, ja? Gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit die Werbung gucken. For free. I'm Kento Bento. Was? I'm Kento Bento. I'm Kento Bento. Was ist das, Lukas? Ich weiß nicht, ich glaube, es hängt geblieben. Das schaltet die ganze Zeit um einfach! Ey, Mann, das sind Teams! Er macht weg, bevor der aufmacht. Oh, Junge, Alter, was soll denn das, Junge? MLB Court Cheating, okay? Och, Junge! Ey, Lukas, Digga, ich hab da... Ja. Tut mir leid, Alter, dieses Video, das bringt mich zur Weißglut, Alter. Digga, das ist too much, das ist too much. Die Challenge bis jetzt ist echt Hammer gelaufen, also... Wir haben uns ja noch gar nicht aufgeregt. Ja. Achso, ich dachte, das war... Oh. Ah, okay. Try not to get satisfying. Er macht jetzt irgendwas. So, oh, Digga, warum? Nein, ich kenne ihn nicht. Nein. Das kann ich mir nicht. Das kann ich mir nicht angucken. Das kann ich mir nicht anschauen. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Das ist einfach zu wild. Das, Lukas, das geht nicht. Das ist. Digga, er schneidet halt nur einen Kuchen an, ne? Das, ja, aber guck mal, wie? Ja, mach weiter. Oh, Junge! Er schneidet nicht mal Stücke, Digga. Er schneidet einfach random. Hör doch auf! Stell dir vor, du hast so Hochzeit und du kriegst so, dieser Bäcker kommt und er hat so einen ultraschönen Kuchen, dann schneidet der dir den so, Junge. Oh, Junge! Und jetzt, was will der da rausholen? Es hängt doch. Der fällt auch noch um, der fällt auch... Und dann noch gegen den anderen Kuchen. Alter, ich raste aus. Bitte mach das aus, Junge. Pizza. Lukas, nein, kein Mensch der Welt. Du kannst mir keinen Menschen der Welt nennen, der so seine Pizza isst. Das gibt es nicht. Er schneidet genau in der Mitte ein Stück raus. Okay. Nein. Wir hassen es. Wir hassen es, wenn das Eigelb austritt beim Spiegelei machen und dann noch in der Pfanne so richtig ekelhaft wird. Das muss in der Mitte. Digga, wir wissen alle, wie ein perfektes Ei aussieht. In der Mitte mit flüssig und mit lecker warm und außenrum das Eiweiß schön knusprig. Oh, Junge, aber... Nein. Junge, bitte nicht. Ich hasse das. Und dann musst du den da wieder rausholen. Hey, kann man den nicht einfach mittrinken? Nein. Perfekt. Oh mein Gott. Ich weiß, was er macht. Er verrutscht safe jetzt. Immer im Kindergarten passiert, als man diese Dinger hatte. Wo man immer dachte, man könnte damit malen lernen. Ich schwöre, ich habe gerade Déjà-vu. Habe ich mir diese Clips schon mal mit Jengis angeschaut? Egal, wir machen weiter.
So, doch nicht mit einem Gummiband, Junge, das ist ein Gummiband. Ey, voll gut, guck mal. Das ist ein Gummiband, das ist ein Gummiband, das geht nicht. Junge. Das sieht aber nie aus, wenn wir Noten bekommen haben und ich muss einen Kreis machen. Nee, das war deine Note, das war einfach eine 6. Oh. Er macht den bestimmt länger. Er rutscht gleich wieder weg oder sowas. Hey. Ja. Warum fängt mich das so ab? Warum, Digga? Das macht keinen Sinn. Halt das Papier anständig! Oh, nee. Strui! Blöde Sau, Alter, du blöde... Ey, Junge, das ist... Diese Mucke dazu macht mich auch so aggressiv gerade, ne? Diese Kevin Mac... Ja. Ja, oh, ja. Ja, ganz toll. Oh, nein. Komm, jetzt hier. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Oh, ja. Oh, wir lieben es. Dafür leben wir. Boah, Junge. Immer wenn so, wenn der Kollegin, wenn ein Kollege in der Schule nach einem Blatt fragt und er so, ja, hier, und du gibst ihm so eins und du sagst, du bist doch ein Blatt, was willst du? Und dann muss er darauf schreiben, weil er keines dabei hat. Genau so, da warst du früher, Digga. Ja. Okay, das ist Real Talk das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Deshalb kaufe ich keine Sachen mehr bei Ikea, weil immer diese Zettel drunter sind. Und ich schwöre euch bei Gott, ich habe alles versucht. Ich nehme Spielmittel, warmes Wasser, Stahlschwämme mittlerweile, photonengetriebene Laser. Es geht nicht restlos weg. Und Malaka, wenn man das Ding dann in die Spülmaschine tut, dann hängt dieser ganze weiße da und verstopft dein Spülmaschinensieb. Werdet mal erwachsen und habt meine eigene Spülmaschine. Dann wisst ihr, was Verantwortung ist. Ah, hier, Lukas Vater am Puzzle nach der Akkutherapie. Zwei, Junge. Nein, nicht dein Vater, du selber. Dein Vater ist mir zu sympathisch. Okay. Ja, was will man jetzt verkacken, außer er macht alles extra falsch. Er macht wahrscheinlich die letzten zwei Puzzleteile falsch. Nein. Einfach. Das oder? Ist ja das Schlimmste der Welt. Das ist ja das Schlimmste, du kannst dir einfach ein Puzzle nicht zu Ende machen, Digga. Wenn du dir die Aufgabe gibst und sagst, ich mach dieses Puzzle... Ja, so mich ich tatsächlich meine... Das ist Alexander Straub, oder? Dieser Magier, wo die Hände gebrochen hatte, weil Bus drüber gefahren ist, ne? Ja. Sieht man ja. Alter, ist, krank. Sind das deine Karten, die 64, die ich hier gerade auf den Boden geworfen habe? Und du sagst, ja, wow. Mau, mau. Dominos? Nee, kippt nicht das um, ist kippt gegen nicht die um. Physik. Das ist gegen... Nein, stopp. Ja, ja, komm, wir wissen alle, was jetzt passiert. Er macht jetzt... Guck mal, das würde genau reingehen. Das würde ganz genau reingehen. Und jetzt dreht er es, ja. Was ist das, Mann? Was ist das? Oh, Junge, ja, wir lieben es bei Pinball. Oh, Junge. Oh. Das beste Gefühl. Pass auf, und es ist jetzt einfach 50 und 1, safe. Aber jeder es hat Grenzen. Es hat Grenzen. Okay, Lukas, hier habe ich jetzt noch ein paar englische Tweets, die wir wahrscheinlich, also ein paar Dinge, die ich wahrscheinlich übersetzen muss für dich, aber das kriegen wir hin, okay? Danke nochmal, ja. Just bought a baguette and the cashier folded it in half, so it would fit in a bag. Also hier hat quasi jemand ein Baguette gekauft und der Kassierer hat es einfach ich gefaltet, damit es in Englisch. Die Tüte passt. Meine Zuschauer nicht, lass die. Junge. Digga, also tut mir leid. Nee, sorry. Welcher Mensch ist denn so? Mittel. Voll nett von dem. Ah, in der Mitte vom Flugzeug, immer, Junge. Digga, wir hassen es, wir hassen es. She doesn't eat the part of the fry her fingers touched. Was? Digga. Moment, stopp. Ist das ein Mensch? Ist die Pommes nicht, wo ihr Finger... Ey, Junge, wie soll dir ein Burger essen? Junge, guck dir das an. Diese ganzen Adapter-Dinger. Thanks, man. I'll give Danke. Your headphones back in a few days. Ja, hier sind deine Kopfhörer. Bah! Junge! I don't get it how this happens every time. Boah, ich hasse das so. Das ist mein so gut bei mir, Alter. Gott, und dann stehst du da und kannst die Tür nicht aufschließen. Dann stehst du da, Alter. Found this note in my hotel bed last night. Okay. If you're reading this note, they didn't change the sheets. No. Alter. Krise. Ekelhaft. The amount of packaging needed for one small pill. Oh, Junge, was? Was? Das ist unnötig, Digga. Oder? Das ist doch nicht wahr. Eine Tablette gegen Allergie? Ey, Junge, die USA hat so einen am Sender, Alter. Everyone is talking about how disturbing sleeping with headphones is. You forgot the suffering of people who wear glasses. Ja, Mann. Alter, damit Fernseh gucken, ja, unmöglich. Ja, Mann. Immer wenn ich irgendwo reingehe und meine Brille anhab, Junge. Don't you hate it, when you need to tap your train ticket, but someone put a roasted chicken on the scanner? Was? Hä? Was? 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 Ja, hä? Kennst du das nicht? Relatable, oder? Normal, Digga, hä? Köln immer. My pizza came like this.
Boah, Junge, Alter. Wie aber kann man so leben? Es ist wie eine Pizza, aber ich würde sie noch essen. Ey. Ananas auf Pizza? Ich fange jetzt hier nicht an, Alter, wirklich. Digga, Pizza Hawaii ist das Geilste, was es gibt. My parents have a bathroom with carpet that goes up the bathtub walls. Boah, Junge, ist das schlimm. Wer? Ein Teppich im Badezimmer, das an schlimm. Der Badewanne ist. Ja, an der Badewanne ist schlimm, Digga. My husband doesn't want the case to get scratched and cause an eyesore. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Digga. Das Verlangen, das Ding abzureißen, Junge. Vier Leute mit so viel Zahn. Leute, ich tut mir leid. Also für mich ist auch der Grund an der Stelle, wieder keine Kinder zu bekommen. Ich bin hier raus. Falls ihr es geschafft habt, bis zum Ende zuzuschauen, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich habe überlebt. Wo ist der Rest? Falls nicht, tut's mir sehr leid. Ich hoffe, ihr habt auch echt einen beschissenen Tag. Wenn nicht, dann habt ihr ihn spätestens jetzt. Ich bin an der Stelle raus. Ich möchte ganz genau mein Leben jetzt schnellstmöglich beenden. Lukas, das Video war nur noch schlimmer für mich, weil du dabei gewesen bist. Auf Wiedersehen. Ja, und tschüss. Perfekt.